Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Bielefeld-App, ich begrüße Sie zu einem Gespräch mit einem App-Partner. Neben mir steht Andreas Stümer von der Allianzvertretung. Andreas Stümer, ich grüße dich. Hallo, herzlich willkommen. Lieber Andreas, vielleicht magst du dich erstmal mit zwei, drei Sätzen selber vorstellen. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Andreas Stümeyer. Ich bin 54 Jahre alt. Ich habe in diesem Jahr mein 30-jähriges Dienstjubiläum am 1. April bei der Allianz. Und da bin ich sehr stolz drauf, so einen starken Partner an meiner Seite zu haben. Ja, und da freue ich mich einfach, dass wir uns heute mal darüber unterhalten können. Du hast ja als Location die Almia ausgesucht, die Schüco Arena. Was verbindet dich mit der Arminia? Also ich sag mal, das ist nicht nur das Wohnzimmer von Arminia Bielefeld, das ist auch mein Wohnzimmer, denn ich bin bei jedem Spiel dabei. Ich bin seit 25 Jahren im Sponsoring. Mein Sohn hat 8 Jahre hier in der Jugend gespielt. Also die Verbindung zum Verein ist sehr, sehr eng und von daher ist es auch mein Wohnzimmer einfach. Du wohnst zwar nicht in Bielefeld, aber was verbindest du mit Bielefeld? Also ich war 5 Jahre bei der Allianz Ausbilder und ich wohne seit meiner Geburt in Herford, aber ich habe meine Agentur seit 25 Jahren in Bielefeld und deswegen fühle ich auch wie ein Bielefelder. Und ja, daher fahre ich jeden Tag die Strecke sehr gerne Herford-Bielefeld. Und Bielefeld ist mein Zuhause, was meinen Beruf betrifft. Du hast gesagt, dass du schon sehr lange da im Business bist. Was macht dich aus? Was ist bei dir anders als bei anderen? Ich glaube, ich bin authentisch. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mal diesen Satz auf die Welt gebracht, weil Vertrauen kein Zufall ist und genauso arbeite ich und so lebe ich es bei mir im Büro vor. Es gibt bei mir keinen Kunden, der etwas an Verträgen hat, die er nicht braucht. So etwas gibt es nicht, dann machen wir das Geschäft nicht. Ich hinterfrage ganz gerne mal, was ist der Sinn einer Versicherung? Wann empfiehlst du eine Versicherung und wann empfiehlst du keine? Also aus meiner Sicht gibt es wichtige und unwichtige Versicherungen und die allerwichtigste Versicherung ist natürlich die Haftpflichtversicherung. Die Autohaftpflichtversicherung ist einfach ist eine Pflichtversicherung, aber die Privathaftpflicht, die Tierhalterhaftpflichtversicherung, generell Haftpflicht ist das Allerwichtigste, weil das Risiko kann ich nicht kalkulieren und dafür steht die Versicherung ein, wenn ein Schaden da ist. Jetzt hast du ein paar Risiken schon genannt. Was für Menschen hättest du denn gerne? Wer soll zu dir kommen? Wen hättest du gerne als Kunden? Ich bin gewerbelastig, das heißt, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Firmen zusammen. Deswegen bin ich auch im Sponsoring von Arminia Bielefeld, weil hier natürlich sehr viele Firmen zu Hause sind, wo man einfach neue Kontakte knüpfen kann. Dann bin ich beim BNI, Business Network International. Und das macht riesig Spaß, weil das ist hervorragendes Netzwerken, wo man immer neue Kontakte schaffen kann und auch Kontakte vermitteln kann. Und ich bin ein Typ, der immer sagt, wer gibt, gewinnt. Und von daher vermittle ich auch gerne mal jemanden. Aber dann muss ich auch wissen, dass der genauso tickt wie ich. Sonst mache ich es nicht. Gewerblich hast du jetzt schon angesprochen. Versicherung kann ganz interessant sein, auch für Arbeitgeber. Was ist der Vorteil für Arbeitgeber? Was kannst du Arbeitgebern anbieten? Ja, ich sage immer, das Motto lautet Mitarbeiter finden und binden und da gibt es natürlich 2 ganz wichtige Punkte. Zum einen ist es einmal die betriebliche Altersversorgung. Da ist zum 1. Januar jetzt das sogenannte Betriebsrentenstärkungsgesetz in Kraft getreten. Das ist eine gesetzliche Vorgabe, wo der Arbeitgeber seit 2019 die Arbeitnehmer bei der betrieblichen Altersversorgung unterstützen muss. Und dann als 2. Thema, was ganz, ganz wichtig ist, ein modernes Thema, das ist die betriebliche Krankenversicherung, wo der Arbeitgeber für die Arbeitnehmer Zusatzkrankenversicherung abschließt, die entweder über die gesetzliche Krankenkasse gar nicht oder unzureichend versichert sind. Das heißt, wenn ich als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin meine Mitarbeiter an mich binden möchte, wäre ein Besuch bei dir durchaus sinnvoll. Das wäre generell sinnvoll, aber da würde ich mich selber darüber freuen und ich glaube, unsere Beratungsqualität ist extrem hoch. Und von daher glaube ich, dass man bei mir richtig gut aufgehoben wäre. Bei dem Ort, wo wir hier stehen, brauche ich dich nicht zu fragen, was dein Lieblingsort in dieser Stadt ist. Aber hast du außer der Schüco Arena der Alm noch einen anderen Lieblingsort in Bielefeld? Ja, die Sparrenburg ist natürlich immer zu nennen. Ich habe ein tolles Büro am Rande der Altstadt und wenn ich bei mir aus dem Fenster schaue, sehe ich die Sparrenburg. Ich fahre morgens immer sehr, sehr früh ins Büro und ich bin abends lange da. Das heißt, ich sehe auch, wenn sie im Dunkeln strahlt, unsere Sparrenburg und auch das verbindet natürlich extrem. Was würdest du dir für diese Stadt noch wünschen? Erstliga-Fußball. Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn wir das in den nächsten Jahren wieder hinkriegen würden. Aber ich glaube, auch da sind wir auf einem guten Weg, dass das mittelfristig wieder passieren wird. Ich denke, dass die Arminia wieder erstklassig wird, wünschen wir uns alle. Möchtest du an einer Stelle irgendjemand besonders grüßen? Ich grüße natürlich ganz besonders meine Kunden, weil genau für die mache ich das hier, damit die einfach mal wieder sehen, dass ich immer und überall aktiv bin. Und ja, ich freue mich einfach. Ich habe 2 tolle Kinder, gesunde Kinder, die sehr gut in der Spur sind. Und das sind so Dinge, die möchte ich sehr, sehr gerne grüßen. Und dann natürlich meine Lebensgefährtin Silvia, die mein Leben ist. Ja,
fühlt euch von hier aus gegrüßt. Ich danke dir ganz recht herzlich für das Gespräch. Herzlichen Dank, Tobias. Und immer dran denken, du, die App, die Stadt, die Bielefeld-App, wissen, was los ist. In dem Sinne, wir sehen uns wieder. Like das Video, teilt das Video und bis bald.